ein Cowboy. Der ist doch echt schnuckelig, das ist, oder, Leute? Wow. Ja. Sag alle mal Tschüss. Tschüss. Hey, ihr seid echt süß. Hey Mann, willkommen in New York. Das war ganz schön knapp. Jetzt müssen wir einen neuen Platz auschecken, um die Spiele zu sehen, Mikey. Kandidaten, die bedingungslos auf mein Kommando hören. Von großer Statur, doch von kleinem Intellekt. Das brennt, aber auf eine unangenehme Art. Was ist das? Was passiert mit uns? Keine Ahnung, aber es fühlt sich klasse an! Das ist einfach genial! Komisches Gefühl! Ja! Als hätte ich Hummeln im Hintern. Gigantische Hummeln! Alles klar, wie Bob und Rocksteady. Ich weiß, ihr seid da oben irgendwo. Ich wusste es. Omnis? Objekte scannen. Suche läuft. Ein Wunderwerk. In jedem Menschen schlummert ein Gen, das uns mit unseren tierischen Vorfahren verbindet. Es ist, als hätte das lila Us alles wieder an seinen rechtmäßigen Platz im Tierreich gebracht. Wow, Rock! Du bist ein Nashorn, Alter! Und du bist ein... kein Schimmer, was du eigentlich bist! Okay, lass mich mal sehen. Ich bin ein Schweinchen. Ein Warzenschwein. Hey, Wiebs, hast du schon mal Nashorn brennen sehen? Das hat gerupst. Mir gefällt's. Ja, auch. Mir auch. Bereiten Sie den ganzen Container vor. Je mehr wir von denen erschaffen, desto einfacher wird es, das Portal zu sichern. Krass, Mann. Das ist der Hammer. Das nenne ich mal ein Horn. Ja, Mann. Hey, was sagst du zu meinem Schwanz? Hast du gesehen, wie der wackelt? Oh, das ist cool, hab ich auch so einen? Hey, Rocky, wer ist das? Oh, Neil. Hol den Behälter. Typ mit dem Hockeyschläger, der da gerade war, mit dem habe ich nichts zu tun. Danke. Hast du auch einen Namen? Das ist Josh. Wie war das? Das ist Josh. Stacy Mons? Oh, Casey Jones. Hi. Mach, dass du wegkommst! Wow. Hey! Wow. Zurück! Ihr fresst uns nicht! Wir sind kein
Futter! Die Menschen auf der Erde sind nicht eure Feinde. Ja? Ja. Okay? Pass mal auf. Oh! Oh! Wir wurden vom obersten Herrscher geschickt, um leckere Menschlinge zu fressen. Hey. Wir trunken sie gern vorher in Salatsauce. Ah, nun Scherz. Ich bin Veganer, aber ich esse Fleisch und Käse und Eier. Casey, das sind meine Freunde. Oh, das sind deine Freunde? Ja, meine Freunde. Sag's ihm. Ja, Donatello mit der lila Maske ist unser Technikgenie. Und damit ist er, technisch gesehen, ein Genie. Raphael da drüben in Rot ist ein großer, knuddeliger Teddybär. Falls große, knuddelige Teddybären voll die Härte sind, das ist Leonardo. Er trägt Blau, furchtloser Anführer. Leise, aber tödlich. Ich bin Michelangelo und bevorzuge Orange, die Dreifachbedrohung. Hirn, Kraft und ganz klar eine schillernde Persönlichkeit. Die Ladies nennen mich gern Mikey. Bist du fertig? Ja. Verzeih die Verspätung, April. Erklärst du uns kurz, was hier Sache ist? Okay, also ich wollte zu Baxter, aber dann war der Shredder. Der erzählt irgendwas von einem Portal, das in eine andere Dimension führt. Dann hat er das lila Us rausgeholt und es den beiden Häftlingen injiziert, die mit ihm geflohen sind. Dann hat er den einen in ein Nashorn verwandelt und den anderen in ein Warzenschwein. Reden wir von Bebop und Rocksteady? Was gehen dich die zwei an? Tja, also ich habe ein persönliches Interesse daran, die beiden zur Strecke zu bringen. Wir ziehen uns zurück. Raff, schnapp dir Freitag den 13. hier und folge uns. Wenn er uns helfen kann, Bebop und Rocksteady zu finden, kommt er mit. Nein, tut er nicht. Vergiss es. Ich bleibe genau hier. Hey, nichts für ungut. Aber da liegst du falsch. Denn wir teilen nun mal das gleiche persönliche Interesse. Also ich teile gar nichts mit euch. Hey Jungs, Jungs! Für die Bürger von New York müssen wir unsere Differenzen beilegen und uns zusammenraufen. Womit sich mir eine Frage stellt. Läuft da was zwischen euch? Oder... Los, Mann, geh schon. Kommt her. Donny! Drohne aktiviert! Wir kriegen es hin.